Das unaussprechlich Heilige. Die Heilige Messe entdecken mit Pfarrer Johannes Leichner. Ein Podcast von Missio Österreich. Das unaussprechlich Heilige. Wenn wir die Heilige Messe mit ganzem Herzen mitfeiern, dann vereinigen wir uns mit der Liebe Jesu, der sein kostbares Leben am Kreuz für uns hingab. Wir Menschen haben den zentralen Ritus der Messe nicht erfunden. Nein, Jesus selbst feierte mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl und er nahm darin seinen Tod als Liebesopfer vorweg. Die reale Gegenwart, die Jesus Christus in seinem Sakrament gestiftet hat, ist und bleibt ein großes Geschenk für uns Menschen. Er hätte es nicht tun müssen, aber indem er sich in Gestalt von Nahrung schenkt, zeigt er uns Menschen, dass er es ist, der unsere Seele wirklich nährt, kräftigt und ihr Wachstum schenkt. Jesus hat selbst beim letzten Abendmahl die Heilige Messe als Sakrament gestiftet und zugleich die Apostel als seine Priester eingesetzt. Hier berühren wir das unaussprechlich Heilige. Die eucharistischen Gaben von Brot und Wein sind eben nicht bloß Symbol, sondern durch die Gegenwart Christi auch eine tatsächliche Vergegenwärtigung seines Liebesopfers am Kreuz von Golgatha. Er leidet und stirbt natürlich nicht ein zweites Mal, aber er wird mit seinen verklärten Wunden für uns wahrhaft gegenwärtig. Das einmalige Opfer Christi am Karfreitag wird in der Heiligen Messe für uns neu wirksam.